Dienstag, 19.30 Uhr. Wir sind live, wir sind aus Berlin. Hier ist Leben mit der Energiewende TV und der War Room. Guten Abend im Studio, herzlich willkommen. Guten Abend, Dankeschön, Dankeschön. Herzlich willkommen, Alexander Seckmüller von eWheels. Herzlich willkommen. So, da ist er. Ah, also. Was sind denn eWheels eigentlich? E-Wheels sind elektrische Einräder, die über Neigungstechnik gesteuert werden. Also man kann sich quasi raufstellen, in die Richtung lehnen, wo man hinfahren möchte und dann fährt man auch dorthin. Okay, ist das einfach oder ist das schwierig? Je nachdem, wie viel man geübt hat. Okay, um es gleich zu sagen, teuer sind die Geräte gar nicht mal so. Im Prinzip kosten die so viel wie ein neues Handy. Kann man so sagen, ja. 700-800 Euro oder so, oder was? Genau, da gehen sie so los, so bei 450 Euro neue Geräte so zum okay. Einstieg und hören so bei 2500 Euro ungefähr oh, auf. Was man ist denn so zwei mit Spoiler, oder? Das sind dann die ganz besonderen, was genau. Was können die denn? Zum Beispiel, also das Gerät für 2500 Euro ist dann wieder so, okay, man hat ein Markenrad oder beziehungsweise man hat was als allererstes, die Marke, die es als allererstes gemacht hat, dann unter den Füßen. Ein bisschen größere Reifen, ein bisschen kleinere Reifen, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Leistung. Oh, das ist ja wie bei den Autos, dickere Reifen. Oh, also zum Angeben ist da auch was dabei, ja? Wie lange kann man damit fahren? Mit dem Gerät kann man jetzt 15 Kilometer weit fahren. 15 Kilometer? Genau, so. Es bewegt sich so in einer Reichweite so zwischen 10 bis 80 Kilometer, je nachdem, welches Gerät man sich zulegt. 15. Jana, wenn das Ding außer Kontrolle gerät draußen, wir suchen dich dann am Brandenburger Tor. Wir freuen uns jetzt auf unseren nächsten Gast. Herzlich willkommen, Professor Volker Quaschning. Herzlich willkommen. Herr Professor Quaschning, gleich eine Einleitungsfrage. Auf diesem Vortrag haben Sie etwas gesagt, was mich total fasziniert hat. Sie haben gesprochen von Ausschreibungen für erneuerbare Energiewendeprojekte in den USA. In den USA ist es ja so, dass man dort Kohle, Gas, Atom, Photovoltaik, Wind und gegeneinander ausschreibt. Also eigentlich ganz marktwirtschaftlich. Und dann haben Sie auf dem Vortrag gesagt, es gewinnt die Photovoltaik. Das kann ich gar nicht glauben. Vielleicht können Sie das nochmal kurz schildern. Ja, nicht nur in den USA. Wir haben also das Gleiche gesehen jetzt in Chile. Da hatten wir jetzt auch jüngst eine Ausschreibung. Und es ist ja so, dass man versucht ja immer die billigste regenerative oder die billigste Energieform zu nutzen. Und das wird gegeneinander ausgeschrieben. In Deutschland hat man sich da lange Zeit dann halt immer für die Kohle entschieden, weil man hier dachte, das ist das preiswerteste. Und nun ist es so, dass in vielen Ländern der Welt einfach, die jetzt keine Historie haben wie wir mit alten Kraftwerken, die neue Kapazitäten brauchen, die neu ausschreiben, dort ist es wirklich so, dass dann also hier die Photovoltaik in Ländern mit ein bisschen mehr Sonne als in Deutschland gegen Kohlekraftwerke bestehen kann. Können. Das heißt, wenn man wirklich vergleicht, richtig fair gerechnet, ohne irgendwelche Subventionen, eine neue Solaranlage mit einem neuen Kohlekraftwerk, dann funktioniert das im Süden von den USA oder in Chile, dass die Solarenergie billiger anbieten kann. Und das ist auch meine große Hoffnung, dass die Energiewende weltweit und der Klimaschutz dann auch funktioniert. Und deswegen ist das die Chance, wie wir dann auch den Klimawandel bekämpfen können. Das ist die Chance auch jetzt für die Verhandlungen in Paris, dass wir einfach sagen, die erneuerbaren Energien sind an der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit und deswegen können wir es auch schaffen, in kurzer Zeit auch noch umzusteigen. In den USA haben Photovoltaikanlagen die Ausschreibungen gegen Kohlekraftwerke unter anderem gewonnen mit 3,5 US-Cent pro Kilowattstunde. Das ist ja unglaublich, Photovoltaik. Und das sind US-Cent und nicht Euro-Cent. Ja, da muss man natürlich schauen, das sind Projekte, die erst in der Zukunft realisiert werden. Das heißt, das sind Preise, wo man auch darauf wettet, dass die Preise für neue Module und so auch noch etwas weiter fallen. In Chile wurde das jetzt angeboten, das war in der Größenordnung von 6, irgendwas US-Cent, aber damit immer noch deutlich günstiger als ein neues Kohlekraftwerk. Das heißt, wenn ich neue Kraftwerke, Kohle oder Gas baue, dann muss man heutzutage so 8 Cent US-Cent in etwa kalkulieren. Wenn ich ein neues Atomkraftwerk baue, eher 20. Und deswegen sind wir da schon mit der Solarenergie wirklich dabei, dass wir neue Anlagen unterbieten können. Wogegen es nicht funktioniert, ist alte, abgeschriebene Anlagen, die keinerlei Umweltfolgekosten zu tragen haben. Da wird es nie gelingen. Und da müssen wir natürlich politisch versuchen, irgendeinen Hebel anzusetzen. Das heißt, konventionelle Energieproduktion ist teurer als regenerative Energieproduktion.
Ja, und bei diesen 8 Cent ist man ja noch davon ausgegangen, dass diese Kraftwerke eine gewisse Anzahl an Betriebsstunden erreichen. Das heißt, dass man hier 4.000, 5.000 Stunden diese Anlagen pro Jahr laufen lassen kann. Wir haben in Europa durch den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien einfach einen Überschuss an Kraftwerken. Und deswegen kommen die gar nicht mehr auf ihre Betriebsstunden, sind dann im Endeffekt wesentlich teurer. Und jetzt kommt noch dazu, in den Niederlanden sind jetzt auch schon neue Kraftwerke gebaut worden. Da gab es jetzt ein Gerichtsurteil, dass also die Niederlande ein bisschen mehr für den Klimaschutz tun müssen, bislang zu wenig getan haben. Und da wird jetzt sogar diskutiert, neue Anlagen, die kurz erst ans Netz gegangen sind, sofort wieder stillzulegen, um dem Klimaschutz lang zu gehen. Also insofern merkt man, also wir reden immer zwar, dass die Energiewende in Deutschland schwierig ist und dass der Solar- und Windenergie der Wind gegen ins Gesicht bläst, aber die klassische Energiewirtschaft, die hat mittlerweile einen Sturm, der gegen sie steht. Und das ist eigentlich auch das, was dann hier uns hilft, die Energiewende auch wirklich durchzusetzen. Aber es gibt jetzt schon was ganz Tolles und da müssen Sie nur auf die Webseite von Volker Quaschning gehen. Wir können die mal einblenden, volker-quaschning.de. Herr Quaschning hat sein Standardbuch Regenerative Energiesysteme neu aufgelegt. Das ist eigentlich das Standardlehrbuch zur Energiewende, muss man mal ungeschmeichelt sagen. Genau, das ist das, was wir bei uns in der Hochschule oder generell an Hochschulen einsetzen. Mittlerweile in der 9. Auflage. Die erste haben wir 1998 gemacht. Da habe ich dann Schwierigkeiten gehabt, über erstmal einen Verlag zu finden. Ich habe noch ein Schreiben von so einem Verlag, der hat gesagt, ein Buch in dieser Qualität, das können wir nicht verlegen. Den Verlag gibt es heute nicht mehr, aber das Buch immer noch. Also insofern hat sich da schon einiges geändert. Mittlerweile über 30.000 Stück verkauft und ist halt eigentlich das, was dann für die Hochschulausbildung geeignet ist. Also es ist wirklich einfach in einer Tiefe, auch für Nicht-Studenten. Es gibt nur ein Problem mit dem Buch. Lisa, kannst du ja mal ein bisschen ranzoomen. Ja? Es gibt Teile, die lassen sie einfach weg. Das sind hier dieses ganze Formelzeugs, ja, was hier so drin ist, wo man das alles berechnen kann. Auch Herr Ferenczky, für Sie habe ich ein Buch, das hat viele Bilder und auch Karikaturen. Ja? Also das ist das richtige Buch für Leute wie mich. Müsli-Trenner, Müsli-Esser und Klimaschützer. Also, ja, hier sind auch... Danke, Herr Quasche, dass Sie mir ein Bild mit vielen Bildern empfohlen haben. Also hier ist der Versuch, einfach mal ein bisschen über den Humor die Leute an das Thema überhaupt ranzuführen. Also wer sich bei der Energiewende im Umweltschutz auskennt, der wird da einiges wiederfinden. Aber vielleicht einfach so zum Verschenken, dass man einfach so den Frustrierten, der gar keinen Zugang zum Thema hat, der kann da auch mal ein bisschen drüber lachen und man kann sich über sich selber lachen. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ja, aber... Was ist eigentlich bei der Energiewende noch nicht geklärt? Was wissen wir heute noch nicht, um zu sagen, wir können wirklich 100% regenerativ werden? Was müssen wir noch wissen, was müssen wir noch können? Ach, das ist eine gute Frage. Also die Technik, würde ich mal sagen, die können wir ganz gut beantworten. Dafür haben wir gute Ingenieure. Dass wir das Ganze uns leisten können, wissen wir eigentlich auch. Das große Problem, was wir eigentlich noch klären müssen, wie wir das in dem nötigen Tempo auf die Straße kriegen, dass wir also auch noch den Klimaschutz hinkriegen. Wir haben jetzt Ende November in Paris, wenn es irgendwie dann auch stattfindet, die Klimaverhandlungen, die jetzt wieder also hier da sein sollen. Und wenn wir einfach mal sehen, wie dramatisch der Klimawandel schon stattgefunden hat und wie schnell wir eigentlich jetzt hier die Energiewende hinkriegen müssen, dann ist das die große Herausforderung. Ich denke auch nicht, dass das Tempo ein Problem ist. Nicht? Wir haben es gesehen beim Smartphone. Vor 10 Jahren hat Steve Jobs gesagt, ja, one more thing, ich habe da ein Spielzeug. In 10 Jahren wird die ganze Welt es besitzen. Da hat es funktioniert. Und das Ganze brauchen wir dann auch für die Energiewende. Aber das ist halt ungleich schwieriger, weil da anders wie beim Smartphone ein Haufen Leute halt bremsen und mit beiden Füßen sich gegen die Energiewende stemmen. Und das müssen wir überwinden. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die es hier noch zu lösen gilt. Wie sieht es dann eigentlich mit diesem großen Begriff der Netzstabilität aus? Schaffen wir das, mit regenerativer Energie die ganze Netzstabilität sicherzustellen? Ja, wenn wir das so weitermachen wie heute, sicherlich nicht. Also es haben ja ganz viele da auch ein Interesse dran, dass die Energiewende nicht so schnell geht. Und wir haben momentan den Status quo, dass wir erstmal hier Strom erzeugen müssen, das heißt, so viel Strom, wie wir verbrauchen, müssen wir auch ins Netz einspeisen, aber dann muss auch das Netz stabil gehalten werden. Und diese Aufgaben, die überlässt man heute den klassischen Kraftwerken, also den Kohlekraftwerken. Und wir werden in wenigen Jahren in die Situation reinlaufen, dass wir zwar 100% erneuerbare Energien zeitweise haben könnten in Deutschland, aber dann Wind- und Solaranlagen wegregeln, weil die natürlich dafür nicht geeignet sind, nie dafür gedacht waren. Wir haben die Rahmenbedingungen nicht dafür und weiterhin dann die Kohlekraftwerke anschmeißen, damit diese die Netze stabil halten. Das heißt, wenn ich die Energiewende ernst meine, dann müsste man sich überlegen, wir wissen, wie das technisch geht, aber man muss
dann die Rahmenbedingungen ändern, dass also auch die Solar- und die Windkraftanlagen zusammen mit Batterien diese Aufgaben übernehmen können. Aber da lässt man sich jetzt auch ganz viel Zeit, damit das halt auch nicht zu schnell geht mit der Energiewende. Es taucht aber immer wieder der Begriff Schwungmasse auf, indem es heißt, es muss im Netz eine bestimmte Schwungmasse sein. Und diese Schwungmasse können nur richtige große Kraftwerke bringen und nicht einfach nur so ein paar popelige Windräder. Ist da was dran oder ist das eine mythische Diskussion? Also normalerweise ist das so, dass wir das Netz in Gleichgewicht bringen müssen. Also hier haben wir den Verbrauch und wenn wir mehr verbrauchen, müssen wir mehr erzeugen und dann ist das Ganze im Gleichgewicht und das wird praktisch immer permanent ausgeregelt. Das funktioniert, dafür gibt es dann auch entsprechende Verträge, dass man hier Regelleistung hat und nun gibt es natürlich auch noch kurzzeitige Störungen. Also zum Beispiel ein großes Kohle- oder Kernkraftwerk fällt aus. Nicht? Also das werden wir künftig vielleicht nicht mehr haben bei 100% Erneuerbaren, aber heute ein Szenario, wenn jetzt so ein Kraftwerk auskommt, dann kommt es natürlich zu Schwanken und dann brauchen wir irgendetwas, was dieses Netz dann stabil hält. Das kann man dann auch, irgendwann springen dann auch hier Reservekraftwerke an, aber in dem Zwischenzeitraum, bis diese Kraftwerke, die lange brauchen, hochzulaufen, braucht man irgendetwas, was das Ganze stabil hält und da bedient man sich den großen Massen. Das heißt, wenn ich so ein Atom- oder ein Kohlekraftwerk habe, da sind ja riesen Turbinen und Generatoren, die drehen sich mit und wenn dann irgendeine Störung ist, dann laufen die erstmal, auch wenn ich da gar nichts groß mache, weiter und das hält erstmal im Zeitraum von einer Sekunde oder sowas das Netz stabil, also wirklich im ganz Kurzzeitbereich. Das Ganze kann man auch anders machen. Man könnte das zum Beispiel mit Batterien lösen. Es gibt also hier erste Batteriespeicher, auch in Schwerin, die das einfach mit Hilfe von Batterien machen. Dann brauche ich die Kohle- und Atomkraftwerke gar nicht mehr dafür. Aber das war auch schon sehr schwierig, überhaupt solche Anlagen ans Netz zu kriegen, weil der Gesetzgeber hat das gar nicht vorgesehen. Die Rahmenbedingungen sind dafür gar nicht gewesen. Es gibt ganz schwierig einen Business Case. Aber mittlerweile setzt sich das immer mehr durch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier in wenigen Jahren diese Schwungmassen und diese konventionellen Kraftwerke durch solche Batterielösungen ersetzen können. Okay. Und es gibt noch eine andere Lösung, wir können auch Windkraftanlagen dafür verwenden. Also momentan ist es so, die Windkraftanlagen laufen auf voller Leistung. Dann könnte es auch sein, dass man sagt, okay, wir wissen, dass da Schwankungen kommen. Ich kann ja so eine Windkraftanlage sehr einfach drosseln. Ich kann sagen, die soll jetzt nur 95% der Leistung machen und wenn jetzt eine Störung ist, dann drehen wir das auf. Das geht innerhalb von Millisekunden viel, viel schneller, als das die Kohle- oder Atomkraftwerke könnten. Aber für diese Solar- und Windkraftanlagen gibt es hier halt die Rahmenbedingungen nicht und deswegen wird das einfach momentan noch gar nicht gemacht. Welche Leitungen brauchen wir eigentlich unbedingt? Ja, habe ich auch keine Meinung dazu. Ach, Gott sei Dank. Es weiß keiner. Das ist die richtige Antwort. Das heißt, wie werden heute die Leitungen gebaut, muss man sich überlegen. Dazu gibt es einen Netzentwicklungsplan, hochwissenschaftlich. Das heißt also, da gibt es Annahmen, wie sich der Ausbau der erneuerbaren Energien entwickelt. Diese Annahmen basieren auf den politischen Zielen der Bundesregierung. Das heißt also, wir haben heute einen mäßigen Ausbau an Solar, einen mäßigen Ausbau an Windenergie, viel Offshore-Wind. Wenn das Ganze so kommt, wie die Bundesregierung es heute vorsieht, für die nächsten 10, 15 Jahre, dann werden diese Leitungen gebraucht. Wie würde ich an so eine Sache rangehen? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal zwei Extremszenarien an. Extremszenario 1 irgendwo, die Bundesregierung macht alles so, dass die Energiekonzerne den Weg in die Energiewende schaffen, alles mit Offshore-Wind, die ganze Nordsee zustellen und welche Leitungen brauchen wir da? Und die andere Variante ist, wir machen eine dezentrale Energiewende. Das heißt, die Bürger machen die Energiewende, auf jeden Balkon, jedes Dach eine Solaranlage und dann schauen wir mal, welche Leitungen wir da brauchen. Und die Leitungen, die in beiden Szenarien vorkommen, die können wir getrost bauen. Und beim Rest, da können wir uns noch streiten, bis der Arzt kommt. Wir haben in Bayern eine 10H-Regelung beschlossen. Das heißt also, Windkraftanlagen müssen mindestens den 10-fachen Abstand der Nabenhöhe zu Gebäuden jetzt einhalten. Das gibt es in keinem anderen Bundesland in diesem Umfang. Das heißt, in Bayern werde ich noch eine Handvoll Windkraftanlagen bauen können und dann hat sich das erledigt mit der Energiewende in Bayern. Einen Tod muss man sterben. Also entweder erzeuge ich die Energie vor Ort, dann kann ich mir die Leitungen sparen. Oder ich sage, ich will keine Windkraft an Bayern, ich will auch keine Kernenergie, ich will keine Kohle und dann muss ja irgendwo der Strom herkommen und dann brauche ich früher oder später halt die Leitung. Man kann sie dann verbuddeln. Ist also irgendwie die Erdkabel ist eine Lösung, aber die ist natürlich irre teuer. Also das heißt, das wäre so eine Art und Weise, dann auch die Kosten für die Energiewende nach oben zu treiben. Und das sind die gleichen Leute, die am Anfang gesagt haben, wir können die Energiewende jetzt nicht beschleunigen, weil sie zu teuer ist. Also wenn man natürlich immer solche Maßnahmen dann macht, die dann also extra Wege sind, die besonders teuer sind, dann darf man sich nachher nicht drüber beschweren, dass die Energiewende halt auch irgendwie ein bisschen problematisch wird und von der Akzeptanz her leidet. Lebensmittel für Energie geht gar nicht. Wie ist das zu bewerten? Naja, Biomasse
muss man auch differenzieren. Also es gibt gute und böse Biomasse, vielleicht das einfach mal zu sagen. Also wir haben eine steigende Weltbevölkerung. Wenn die ganze Weltbevölkerung zunimmt, müssen wir natürlich erstmal die Ernährungsproblematik haben. Also so das Paradoxe, nicht in Afrika verhungern die Leute und wir schmeißen die Maiskolben in den Tank. Also das ist so das Horrorbild, was man drüber hinausstellt. Kann man natürlich so oder so sehen. Die andere Frage ist natürlich auch, ist unser Lebensmittelkonsum, wie wir hier in Deutschland haben, auch überhaupt ein Vorbild für die ganze Welt? Also der hohe Fleischkonsum ist ja zum Beispiel auch ein sehr hohes Problem. Um ein Kilo Fleisch zu erzeugen, brauche ich auch entsprechende Mengen an Getreide. Also auch das kann man hinterfragen. Also deswegen, wer jetzt gegen die Biomasse-Nutzung im energetischen Bereich ist, der muss auf der anderen Seite auch bei seinem Fleischkonsum mal ein bisschen genauer hinschauen. Die Energiewende ist im Vergleich zur Agrarwende und der Ernährungswende allerdings deutlich einfacher. Deswegen, also bleiben wir doch, glaube ich, bei der Energiewende. Wir müssen uns dann überlegen, Biomasse ja oder nein? Ich würde sagen ja, Biomasse dann aber nur so nutzen, dass man nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln ist und dafür halt einfach ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Das heißt, Biomasse ist, wenn ich sie richtig nutze und also auch nachhaltig einsetze, ist das eine Alternative, aber ich darf natürlich die Konkurrenz zu den Nahrungsmitteln dabei nicht aus dem Auge verlieren. Brauchen die Nachbarländer AKWs wie diese oder Katalon oder Fessenheim? Ja, ist über die Frage, was für einen Zeithorizont man sehen, nicht? Also wir können, also wenn wir jetzt sagen, okay, was machen wir jetzt Weihnachten und wir sagen, wir schalten sofort die Kernenergie ab, dann haben wir natürlich ein Versorgungsproblem. Das heißt, ein Ausstieg, ein europäischer aus der Kernenergie wird leider ein paar Jahre dauern, aber er wird nicht Jahrzehnte dauern. Also das muss man ganz klar sagen. In Deutschland könnten wir innerhalb von 2-3 Jahren aus der Kernenergie komplett raus. Da bräuchten wir nicht bis zum Jahr 2022 warten. Wir müssen ja gar nicht auf Frankreich oder auf Belgien schielen. Wir haben ja selber noch Atomkraftwerke. Atomkraftwerke kann ich nicht schützen. Und das ist einfach das große Problem. Und ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, schnell genug den Ausstieg zu machen, ohne dass es uns bitterböse hier auf die Füße fällt. Hier an der Uni Stuttgart hat sich der studentische Verein Crossing Borders zum Ziel gesetzt, das Wissen über erneuerbare Energien zu verbreiten. Crossing Borders ist ein gemeinnütziger Verein aus Studenten. Wir haben uns 2009 zusammengefunden, 2011 letztendlich gegründet und haben uns eben zusammengesetzt und überlegt, wie wir Umweltbewusstsein eben in die Welt tragen und das weitergeben können, was uns dazu bewegt hat, auch erneuerbare Energien zum Beispiel zu studieren. Die Mitgliedschaft bei Crossing Borders ermöglicht den Kontakt zu Studenten anderer Fachrichtungen und Semester. Neben theoretischen Vorlesungen kommt auch das soziale Miteinander unter den Studenten nicht zu kurz. Ich bin bei Crossing Borders. Über Freunde bin ich da rangekommen und hatte im Internet öfters mal Aktionen von denen gesehen und fand das irgendwie ganz spannend. Ich bin Mitglied bei CBS geworden, weil ich als Ausgleich zum Uni-Alltag mich ehrenamtlich und sozial engagieren wollte. Wir von Crossing Borders setzen uns ein für erneuerbare Energien, für den Traum einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. Und genau deshalb bin ich auch bei Crossing Borders. Ja, alles in allem kann ich nur sagen, die Menschen im Verein sind total super, sind mit Engagement und Spaß bei der Sache, die Welt vielleicht doch ein kleines bisschen besser zu machen. Und ich freue mich, dabei zu sein. Jedenfalls freue ich mich, jetzt in Stuttgart per Skype Markus, Maike und Johannes begrüßen können. Guten Abend aus Berlin, hallo, herzlich willkommen. So. Also, da kriege ich ja fast immer Tränen in den Augen. Sowas gibt es ja eigentlich gar nicht. Junge Studenten, die sich für die Energiewende einsetzen. Warum macht ihr eigentlich bei dem Projekt mit? Also bei uns gibt es eigentlich ganz viele Studenten, die sich dafür einsetzen, denn dafür studieren wir auch. Also wir haben uns ja alle sehr bewusst für den Bachelor- oder Masterstudiengang Erneuerbare Energien entschieden, denn wir sind alle überzeugt davon, wir brauchen eine Energiewende und wir schaffen sie auch. Professor Quaschning ist da. Wir hatten ja auch besprochen, dass ihr mal so ein paar Punkte, offene Fragen der Energiewende anspricht. Was habt ihr auf der Pfanne? Frage, wer sorgt denn dann dafür, dass das Netz in den, sagen wir mal, 40% der Zeit, vor allem wahrscheinlich im Winter,
die Versorgungssicherheit trotzdem noch gewährleistet, also weil das ja einfach wirtschaftlich dann nicht attraktiv. Und zum anderen hat man bei diesen Speichern halt nach wie vor Ressourcenprobleme. Also erstmal toller Verein, muss man ganz klar sagen. Wir haben sowas bei uns auch in der Hochschule. Also, und es ist ganz wichtig, dass die Studierenden sich einfach auch engagieren. Und das sind ja auch Multiplikatoren für die Energiewende. Er will und euch abwerben nach Berlin. Ja, müsst ein bisschen aufpassen. Nein, also ich finde, wir brauchen sogar noch viel mehr an allen Hochschulen. Ja, wir brauchen noch mehr von da. Also wir schauen einfach mal, was haben wir in Deutschland für Potenziale. Wasserkraft ist weitgehend ausgebaut, da können wir nicht viel machen. Geothermie ist irre teuer, das ist die Erdwärme. Biomasse hatten wir vorhin schon angesprochen, ist sowieso schon problematisch. Mehr als 10% geht auch nicht. Das heißt, die einzigen beiden Ressourcen, die in, im Umfang zur Verfügung stellen, dass wir dann Richtung 100% erneuerbare Energien kommen können, das ist die Windenergie und die Photovoltaik. Sie sagen also, von der Menge der Ressourcen sehen Sie da gar kein Problem. Und Sie sagen, Wind und Sonne und die Speicher, die wir bauen können, können wir so mit diesen Speicher große Batterien austarieren, auch über die Winterzeit? Nee, große Batterien für Tag-Nacht im Sommer. Für den Winter brauchen wir Langzeitspeicher und da muss man lange überlegen, was man macht. Es gibt verschiedene Lösungen, die in Frage kommen. In letzter Zeit wurden eigentlich nur zwei Lösungen ernsthaft gehandelt. Das eine ist, wir schicken unseren Strom nach Norwegen. Die haben dort genügend Pumpspeicherkraftwerke, die ich dann entsprechend nutzen kann. Da muss ich dann aber hier eine 10 Kilometer große Leitungstrasse quer durch Dänemark ziehen. Das ist eine Lösung, die ich nicht favorisieren würde. Die andere Variante, die wir derzeit diskutieren, ist die sogenannte Power-to-Gas-Lösung. Das heißt, wir werden dann die Überschüsse, die wir im Sommer haben oder bei viel Wind von Sonne- und Windenergieanlagen, umwandeln in Gas. Dieses Gas können wir in Gasspeicher zwischenspeichern und der Vorteil ist, diese Speicher haben wir schon und die sind gigantisch groß. Das heißt, mit den Gasspeichern, die wir heute haben, können wir 3 Monate am Stück theoretisch die Stromversorgung sicherstellen. Und was wir dann nur noch brauchen, ist sozusagen die Umwandlungseinheiten, also vom Strom in Gas und vom Gas wieder zurück in Strom. Und diese müssen wir halt in den nächsten 10, 20 Jahren aufbauen und dann klappt das auch mit der Energiewende. Wir schicken den Strom nach Norwegen. Auch kein Problem, aber dann wäre das ja wieder nur eine Lösung für Deutschland und keine Gesamtlösung. Wir streben ja schon eine Gesamtlösung an, wenn wir sagen, Deutschland soll als Muster dienen. Dann muss das ja auch ein Muster sein, was auf alle anwendbar ist. Sehr harte, lästige Nachfrage, Professor Kraschner. Ja, die ist ja ganz gut. Ich meine, Deutschland hat ja wirklich die schwierigsten Voraussetzungen. Also Norwegen hat ja heute schon 100% regenerativen Strom. Die haben es ganz einfach. Die haben einfach ganz viel Wasserkraft und dann funktioniert das. In der Schweiz ist man so bei 60%, auch mit viel Wasserkraft. Das heißt also, Länder, die heute auf Wasserkraft setzen, können sich regenerativ versorgen. In Island haben wir eine Kombination aus Wasserkraft und Geothermie. Auch da funktioniert das. Das heißt also, je nach Land wird es eine andere Lösung geben. Okay, machen wir weiter. Nächste Frage, bitte. Wie viel Potenzial sieht Professor Kraschnik noch in die Lösung oder in die Verbesserung von dem Wirkungsgrad von der Technologie Power to Gas? Die Achillesferse von Power to Gas ist einfach der Wirkungsgrad, nicht? Also das heißt, wenn ich aus Überschüssen von Solar- und Windstrom erstmal Gas erzeuge und das wieder zurückverstrome, dann verliere ich auf dem Weg vielleicht sogar 2/3 der Energie. Das heißt, ich habe dann so Wirkungsgrade 35-40% von Strom wieder in Strom zurück, wo es dann immer als Totschlagargument ausgegeben wird. Ich sage immer, naja, ein Kohlekraftwerk hat auch nur 40% Wirkungsgrad, da regt sich heute keiner drüber auf. Das heißt, diese Wirkungsgrade sind wir ja bekannt, sind uns bekannt. Und wenn wir dann ins Auto einsteigen, fahren wir mit einem Verbrennungsmotor, der mit 25% arbeitet. Also insofern dürfen uns diese 35-40% nicht schrecken. Aber sie sind natürlich erstmal ein Argument, die Technologie teuer machen. Und deswegen sehe ich die Power-to-Gas-Technologie auch nicht als einzige oder als alleinige Technologie. Okay. Das heißt, wir werden eine Kombination aus verschiedenen Speichern sehen. Das heißt, wir werden für kurze Zeiträume, für Speicher, die ich ganz häufig be- und entladen möchte, dafür werden wir dann die Batterien verwenden. Lithium-Batterien, die haben Wirkungsgrade von über 90%. Das heißt, da habe ich ganz, ganz wenig Verluste. Und wenn ich das halt ganz häufig mache, würden sich sonst die Verluste entsprechend aufsummieren und dann hätte ich ein Problem. Also Sie argumentieren gerade von dem Buch und ich komme jetzt mal wieder mit dem Buch mit den vielen Bildern. Ja? Mhm. Also diese Wirkungsgraddiskussion, die ist mir so als Laie eigentlich ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Für mich ist einfach nur eine Frage, wann rechnet sich das, wie bei der Photovoltaik? Wenn wir einfach mal das Rad 10 Jahre zurückdenken, drehen, dann haben wir einfach die gleiche Diskussion bei der Photovoltaik gehabt. Ja, die Photovoltaik wird nie wie weit eine große Rolle spielen, das ist einfach viel zu teuer. Jetzt sehen wir, dass in einigen Ländern die Photovoltaik mittlerweile die preiswerteste Art der Energieversorgung ist, einfach über diesen Scaling-Up-Faktor, also über die Lernkurven, die wir bei der Photovoltaik durchgemacht haben. Das Gleiche erwarten wir für die Speichertechnologien. Wir sehen das derzeit bei Lithium-Speichern, da purzeln die Preise wirklich ähnlich wie bei der Photovoltaik derzeit. Und
ich glaube, wenn die Stückzahlen stimmen, wird das Gleiche auch mit der Power-to-Gas-Technologie funktionieren. Wenn ich heute ein neues Atomkraftwerk nicht mit militärischen Zielen kombiniere, dann ist es absolut unwirtschaftlich, so eine Anlage zu bauen. Und trotzdem redet jeder immer mich an, irgendwie, was ist das mit der Renaissance der Kernenergie? Ja, wenn ich 25 Cent die Kilowattstunde zahlen will, dann kann ich ein Kernkraftwerk bauen. Aber es ist einfach preiswerter, auf die Solarenergie zu gehen. Da können wir Power-to-Gas noch oben drauflegen. Das ist alles mit Preis mit drin. Ja, es gibt bei der Energiewende im Prinzip zwei Wege. Also der eine Weg wäre zum Beispiel, wir machen es komplett dezentral. Das heißt also, jeder Haushalt macht eine Solaranlage, einen Wasserstoffspeicher im Garten vergraben irgendwo und dann kann ich mich komplett autark machen. Dann brauche ich gar keine Leitung. Nicht? Das ist die eine Variante. Die andere war eine Extremzentrale, die hat man auch mal eine lange Zeit diskutiert. Wir bauen das alles in Afrika. Das heißt, wir bauen die riesen Kraftwerke in Afrika auf und transportieren dann den billigen Solarstrom zu uns. Dann hätten wir gigantische Trassen gebraucht, die jedes Ausmaß, was wir uns vorstellen können, einfach sprengen können. Die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen. Es wird sicherlich nicht den Masterplan für die Energiewende geben, aber wir müssen irgendwann mal für uns auch irgendwas entscheiden. Sonst passiert das, was Sie sagen, das heißt, leider können wir gar nichts machen. Genau, wir müssen uns also von hinten entscheiden. Nicht? Also bei dem Klimaschutz werden wir sagen, wir wollen den Klimaschutz haben, 2-Grad-Ziel einhalten. Deutschland ist da Vorreiter im Klimaschutz insgesamt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir die Energiewende 2050 abgeschlossen haben müssen. Und dann ist die Frage, wie komme ich dahin bis 2050? Man muss jetzt einfach mal sagen, wir denken, wir sind ja so mittendrin. Also wenn man die Energiewende ist ja nicht nur Strom, da geht es ja auch um die Wärme, da geht es um den Verkehr. Und wenn ich mir die Energiewende anschaue, dann haben wir derzeit über alle Sektoren hinweg einen regenerativen Anteil von 11%. Das heißt, wir haben mit der Energiewende erst angefangen. Es fehlen noch hier entsprechend 89%. Und das müssen wir schaffen innerhalb von 35 Jahren. Das heißt, das ist eine enorme Herausforderung. Und wir bauen so viel Photovoltaik dieses Jahr noch wie Chile. Ja, also das heißt, das ist nicht gerade so erst als der Vorreiter in der Energiewende. Das heißt, wir sind also auf dem Niveau von Entwicklungs- und Schwellenländern angekommen mit der Energiewende. Wir gehen nochmal nach Stuttgart. Genau, also wir würden auch gerne auf das Zeitliche nochmal zu sprechen kommen. Wir haben jetzt sehr viel über Technik gesprochen. Die allgemeine Zustimmung der Bevölkerung zu erneuerbaren Energien ist ja sehr hoch. Wenn es dann aber darum geht, tatsächlich zum Beispiel, klassisches Beispiel, ein Windrad oder eben die Stromtrassen, tatsächlich dann auch in meinem sichtbaren Bereich, also irgendwie in der Nähe meines eigenen Hauses aufzustellen, da schreiten dann doch ganz viele wieder zurück und sagen, nee, hier aber dann doch nicht, dann bitte doch im Norden oder eben im Süden, je nachdem, wo man eben wohnt oder eben nicht in der Mitte, wo auch immer. Also haben Sie da vielleicht auch einen Ansatz? Und dazu gehört, dass wir die Bürger mitnehmen und da funktioniert das auch. Wenn wir immer die Bürger beteiligen, funktioniert das. Ich hatte jetzt auch mit Stadtwerken zu tun, sehr kleine Stadtwerke. Es gibt in Hessen auch schon Stadtwerke, die sich zu 100% regenerativ versorgen. Die haben auch eigene Windparks aufgebaut, aber die haben das insofern gelöst, dass die Bürger Windparks gemacht haben. Ganz kleine Gemeinden, wo dann die Hälfte der Leute eine Beteiligung hat und dann haben die nicht so, das Windrad, was sich da dreht, ist hässlich, sondern die sagen dann, jede Umdrehung bringt mir Geld. Und dann habe ich eine ganz andere Beziehung zu dem Windrad dann insgesamt und dann funktioniert das Ganze auch. Professor Quaschning hat 3 Bücher mitgebracht. Die schicke ich einfach zu euch runter nach Stuttgart, damit ihr die mal habt. Alles klar? Vielen Dank nach Stuttgart, ja? Tschüss! Danke, tolle Initiative! Ganz alleine. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, prima. So, Jana, nimm mal das Mikro. Und wie war's? Auf jeden Fall nicht so einfach, wie es aussieht. Aber man braucht einen guten Lehrer und dann geht das schon. Also es hat Spaß gemacht. Es geht in die Muskulatur, in die Warnmuskulatur. Wie steuerst du die Geschwindigkeit? Indem ich mich nach vorne lege und die Fußspitzen ein ganz kleines bisschen nach vorne mache, dann wird es schneller. Und wenn ich richtig
mich weit nach vorne lege, wird es noch schneller. Ja, und wenn ich dann halt das Ganze wieder langsamer möchte, dann lege ich meinen Oberkörper ein Stückchen zurück, die Füße also vorne wieder ein bisschen höher und schon wird die Geschwindigkeit langsamer. So, Bert, jetzt zum Thema Mikrowelle. Das Thema Mikrowelle, ja. Also, liebe Zuschauer, wir hatten das ja schon mal in der 40. Sendung, hatten wir schon mal die Mikrowelle vorgestellt oder was man mit der Mikrowelle alles machen kann. Und es gab ja endlos Diskussionen, mein lieber Frank. Ich kriege auch immer wieder Zuschriften ohne Ende. Also das Lager unserer Zuschauer ist sehr gespalten, was die Mikrowelle angeht. Und deswegen gehen wir heute nochmal oder möchte ich heute nochmal ausführlich auf die Mikrowelle eingehen. Ich habe mal in der Mikrowelle halt einen einfachen Reis, das heißt einen sehr leckeren Reis zubereitet. Und wenn ich mal unsere reizende Angelika bitten darf, die Testproben nach vorne zu bringen. Bitte eine Schüssel an Frank, unseren großen Mikrowellen. Liebe Zuschauer, nicht, dass ich jetzt irren. Die Schüsseln sind alle für mich, weil die Sendung so lange dauert. Nein. Für jede Stunde gibt es eins. Jetzt brauchen wir noch Freiwillige. Bitte mal melden, wer auch mal kosten möchte. Das ist ein sehr leckerer Reis. Das ist ein Basmati-Wildreis-Gemisch. Wenn wir jetzt das Thema Geschmack ansprechen, geht es auch oft um die Röstaromen. Die können wir natürlich in der Mikrowelle nicht erzeugen, aber die kann ich in einem Topf auch nicht erzeugen, wo ich jetzt mit Wasser koche. Da müssen wir unterscheiden. Wenn ich Röstaromen haben will, gehe ich in die Pfanne oder in den Ofen und dann kann ich auch knusprige, braune Sachen erreichen. Das schaffe ich in der Mikrowelle nicht, aber im Topf auch nicht. Jetzt meine Frage an dich, Frank. Ist es labbrig, ist es furchtbares Mikrowellenessen oder hat es dir geschmeckt? Da du es gekocht hast mit viel Liebe, war ich natürlich völlig begeistert. Das wollte ich hören. Also, ich finde ja immer, so Mikrowellenessen, das schmeckt so wie nur heiß gemacht. Also, das schmeckt nicht wie gekochtes, warmes Essen, es schmeckt einfach nur heiß. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich finde das okay. Ein bisschen trocken, finde ich, muss ich sagen. Trocken, ja. Da muss ich, also das leckere Walnussöl hat leider die Eigenschaft, nach unten zu fließen und man müsste ordentlich umrühren, um das nach oben zu kriegen. Das konnte ich jetzt nicht mehr machen. Aber ansonsten muss ich sagen, vom Geschmack her, es kann eigentlich auch gar kein großer Unterschied sein. Wichtig ist natürlich, wie man es dann zubereitet, was man für Gewürze ranmacht und so weiter. Was sagen unsere Zuschauer? Du musst genau, mal wir haben das Mikrofon das liegt vorne. Mikro, wer hat denn getestet? Ich habe das jetzt gerade nicht im Blick. Muss mal rumgehen. Also ich kann nicht meckern. Also erstmal hat das Fahren draußen hungrig gemacht. Ja. Und hier ist jetzt ganz egal, was du serviert bekommst, weißt du? Ich freue mich noch auf den Nachschlag. Ja. Nee, also mir hat es geschmeckt. Also können wir schon mal Punkt 1 festhalten. Geschmacklich kann man jetzt nicht der Mikrowelle sagen, Mikrowellenessen schmeckt nicht, sondern es kommt auf die Zubereitung drauf an. So, kommen wir mal zum Punkt 2. Dem Energieverbrauch. Also Elektroherd war bei 0,75 Kilowattstunden. Das Ceran-Kochfeld war mit 0,35 Kilowattstunden dabei. Und das Induktionsfeld konnte jetzt hier seine Stärken nicht besonders ausspielen durch die sehr lange Kochzeit vom Reis. Da waren wir bei 0,30 Kilowattstunden. Jetzt kommt der tolle Reiskochtopf, den auch viele benutzen, der auch sehr effizient ist, weil es ein geschlossenes System ist und auch mit Intervallen arbeitet. Und der Reiskochtopf war bei 0,2 Kilowattstunden, 0,20. Und jetzt kommt als Spitzenreiter unsere Mikrowelle. Sag mal, Bert, wie sieht eigentlich deine Wohnung aus, wenn E-Herd, nach so einem Test, Induktionsherd daneben steht? Drei Herde in der Wohnung, ist ja auch Quatsch, oder? Ja, Frank, ich scheue da keine Mühen und Kosten. Also, Spitzenreiter war unsere Mikrowelle mit nur 0,15 Kilowattstunden, bis der Reis gar war. Wir sind also in der Lage, mit der Mikrowelle 5 Portionen des Reises zu kochen mit derselben Energiemenge wie einmal Reis kochen mit dem E-Herd. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie hat der Schliemann diesen Reis in der Mikrowelle zubereitet, da gibt es noch einen kleinen Trick. Das Geheimnis ist der doppelte Deckel. Ich zeige es mal kurz in die Kamera. Der Deckel hat im Reiskorb, hier ist noch ein Löffel drin, der Deckel hat Öffnungen, durch die der Druck entweichen kann. Und das ist diese sogenannte Wasserreismethode. Also ich mache 250 Gramm Reis und die doppelte Menge Wasser rein. Das ist das ganze Geheimnis. Der Druck kann durch die Öffnung entweichen und der zweite Deckel hat auch Öffnungen. Und jetzt dürfen Sie die nicht übereinander in Deckung bringen, dann kommt nämlich das ganze Wasser raus und Ihre Mikrowelle sieht hinterher nicht mehr schön aus. Aber wenn Sie den Deckel um 90 Grad versetzt festmachen,
dann funktioniert plötzlich der ganze Topf, das Wasser kondensiert am zweiten Deckel, läuft wieder zurück zum Reis, geht nicht verloren und das Ergebnis ist perfekt und Ihre Mikrowelle bleibt auch sauber. Mein Tipp, wenn es wirklich gut werden soll, schalten Sie Ihre Mikrowelle auf 60%. Dann taktet die Mikrowelle, also die geht dann nur 60% der Zeit ist sie an, 40% ist sie aus und die Temperatur kann wieder etwas runtergehen. Also für das perfekte Ergebnis haben Sie, wenn Sie eine 800 Watt Mikrowelle haben als Beispiel, lassen Sie genau 13 Minuten laufen. Ich habe das ausprobiert, dann ist der Reis wirklich am leckersten und bei 60% fahren. Kleiner Tipp noch zum Sparen bei der Mikrowelle. Fast alle Mikrowellengeräte haben einen Standby. Strom, weil sie nämlich auch eine Anzeige haben und eine Uhr drin und so, braucht man, wenn man diese Uhr nicht nutzt, ist meine Empfehlung, abschaltbare Steckerleiste ran und das Thema Standby hat sich gegessen. Die Mikrowellenstrahlung hat die Besonderheit, dass diese Wellenlänge, die sie hat, die trifft genau auf den Dipol des Wassers, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, Frank, aber dadurch kann sie den Dipol des Wassers anregen, in Schwingungen versetzen und dadurch entsteht Hitze. Und diesen Effekt nutzt man aus, um dann Sachen sehr schnell und energetisch günstig heiß zu machen. Aber jedenfalls bin ich ganz beeindruckt, dass du dich da mit diesen Sachen so auskennst. Das ist auch der Grund, liebe Fernsehzuschauer, warum Bert das richtige Buch von Professor Quaschning lesen kann, ja, Während ich das Grüne lesen muss mit den Bildern und den Karikaturen. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein. Danke, Professor Quaschning. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön.